Miteinander und willkommen zurück bei Anno 1800 auf Melfunk Gaming. Ich denke, ich muss den Sound mal ein kleines bisschen oben korrigieren. So, das haben wir und wir fahren dann hier fort mit Mario Melfunk, unserem geliebten Charakter, Held, Legende und alles weitere. Und da sind wir auch schon in der... in unserer Inselwelt. Und ja. Das ist jetzt scheiße. Ist nämlich exakt das passiert, was ich vermutet habe. Ich war mir jetzt nicht sicher. Aber ich habe es tatsächlich verpennt, nicht nur den Timer zu starten. Irgendwie habe ich es nicht verpennt, sondern ist mir verloren gegangen. Doch verpennt. Irgendwie habe ich bei der letzten Folge nicht auf die Aufnahmetaste gedrückt. Auf gut Deutsch gesagt, die Folge, bei der wir bei der, wie hieße, die Tante, die... Wo lebten die nochmal? Die hier. Mein Gott. War dem eine Minute nach der gesucht. Madame Kahina, da waren wir letzte Folge. Beziehungsweise ich war da, ihr wart nicht mit dabei. Weil, ja, die ist besagt im Grund, ich vergessen habe, das Scheißding aufzunehmen. Die hat irgendwas gesagt, dass ich erinnere mich, dass, wir haben ihr dieses Zeichen gezeigt und die hat da irgendwas gefaselt, das ist das Zeichen voll, oder haben wir das gar nicht, oder habe ich die Folge dann doch nicht aufgenommen? Auf die alte Dame ist Verlass. Moment. Doch, wir haben das. So, jetzt mal runter mit den jungen Pferden. Kurz durchatmen. Okay, also, was haben wir alles gemacht in der letzten Folge? Wir haben eine Dosenproduktion aufgesetzt. Das hat wahrscheinlich so viel Zeit in Anspruch genommen. Eine Dosenproduktion, das bedeutet, auf unserer separaten Insel, der hier, haben wir Paprika und Rindfleisch angebaut. Das Ganze dann hier rüber verschifft und hier zu Dosenfraß. Also hier wird gekocht erstmal. Zu was? Zu Gulasch wird das gekocht. Und hier ist dann die Konservenfabrik. Tada! Und die friemelt dann aus den Nahrungsmitteln Konserven. Wir haben auch eine Nähmaschinenfabrik gebastelt, damit wir von den Handwerkern auch auf die Ingenieure kommen. Diese Plackerei. Wo habe ich denn mal einen Handwerker? Hier. Ja, da fehlt noch eine Uni und Pelzmäntel. Allerdings kriegen wir Pelze nicht hier. Dafür müssen wir in die neue Welt. Und da hat uns auch die Kahina hingeschickt. Die Madame Kahina heißt sie jetzt. Ich sehe, ja, Madame Kahina. Und wir müssen jetzt eine Expedition losschicken in die neue Welt. Das hat auch noch den anderen Grund, dass wir... eben wie hier drin schon stand, mit der Isabel Sarmento reden müssen. Die weiß auch wohl irgendwas über dieses Zeichen. Und ja, weil die ist wohl diese Widerstandskämpferin da, die angeblich die Insel bekommen hat. Und deswegen ist der Vater ja im Knast gelandet. Und ja, kennt man. Und deswegen müssen wir dem auf den Grund gehen. Und das hat auch irgendwas mit diesem Geheimbund oder was auch immer da das war zu tun. Wo sind nur meine Karten abgeblieben? Die sind schon los. Ich habe schon welche losgeschickt. Die sind sogar schon fast da. Oder? Nee, das ist die Position, wo sie gerade sind. Aber die sind eigentlich so gut wie da. Hatten wir da letzte Folge schon? Das ist echt scheiße, dass mir die verschütt gegangen ist. Ich habe blöderweise auch nicht mehr so ganz die Erinnerung, was da alles passiert ist. Habe ich die Weltkarte eigentlich schon mal gezeigt? Ja, nee, stimmt, die habe ich garantiert noch nicht in den Folgen, die es jetzt gibt, auf jeden Fall nicht gezeigt. Also wir gehen davon aus, dass es nicht nur hier vielleicht noch andere Welten gibt. Also es gibt hier noch Expeditionen und so, wo man noch Zootiere holen kann, die Kultur bringen. Wir gehen davon aus, dass es noch eine Polarexpedition und hier so eine, keine Ahnung, hier so eine Wüstenexpedition geben wird. Wir wissen aber jetzt nicht, ob das schon im Spiel drin ist oder ob das per DLC nachkommt. Ich vermute ja mal, dass es per DLC nachkommt.
Okay, gut. Kümmern wir uns mal ganz kurz wieder um das Städtchen. Jetzt habe ich 5 Minuten darüber gefaselt, was alles daneben gegangen ist und was ich verkackt habe. Eine Menge, würde ich mal behaupten. Eine Menge. Die Bilanz ist gut. Wie sehen denn die Waren aus? Wir haben kein Bier, kein Rum. Rum bekommen wir hier auch gar nicht. Das muss wird in der neuen Welt hergestellt. Bier, wie sieht es denn mit Bier aus? Wir haben auf dieser Insel keinen Hopfen. Wir müssen auf die andere Insel, um Hopfen zu holen. Hopfen und Getreide. Was brauche ich denn für Bier? Brauche ich Arbeiter für? Habe ich hier gar nicht. Können aber zu Arbeitern werden. Dann erweitern wir das hier mal schnell. Kümmere ich mich mal fix um die Arbeiter. So, die Arbeiter haben wir jetzt. Brauchen wir nur sehr viel Ressourcen, weil wir noch Getreide und den ganzen Scheiß brauchen. Das dauert wieder ein bisschen, bis wir das haben. Und ich habe hier bin ich gerade so Rezept gekommen. Das war vielleicht nicht ganz so KLOK. Weiß erstmal drauf. Genauso diese Felder. Scheiße. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, ich habe die. Ich habe ja in den letzten Folgen erzählt, dass ich diese Viererbauweise deswegen gewählt habe, weil man da später die Häuser eben im Viererblock aufwertet. Das stimmt wohl nicht. Habe ich mittlerweile selber rausgefunden. War eine Fehlinformation meinerseits. Ich habe ja selber geglaubt, dass es so wäre, aber. Ah, das haben die gefixt. Verdammt! Scheiße, man konnte vorher hier ein Feld ziehen und wenn man das Feld gezogen hat. Nein, andersrum. Man kann ja die Felder nicht auf die andere Seite von der Straße machen, sondern die müssen aneinander hängen, was tierisch doof ist. Aber man konnte vorher die Straße ziehen, also das Gebäude bauen irgendwo hin, die Felder dran bauen, die Straße ziehen und die dann darüber setzen, dass die Felder nur auf der Straße gelöscht werden und der Rest bleibt. Geht auch nicht mehr. Ganz eindeutig geht das nicht mehr. Wie machen wir das jetzt? Geschicktesten gehen hier rüber. Okay, also ich habe jetzt hier die Konstruktion also ein bisschen umgebaut. Ich habe hier noch zwei weitere Getreidefarmen daneben gesetzt und das Getreide bis hier unten an die Küste gezogen, damit ich den Platz hier ideal nutzen kann. Für die Melzerei brauchen wir leider noch ein bisschen was an Ressourcen und für die Brauerei auch. Aber das ist halb so schlimm. Das können wir jetzt einfach schnell mal per Schiff rüberschicken. Und ich habe gerade noch einen Auftrag vom Sir Archibald angenommen. Ich hoffe eigentlich, dass die Expedition bald ankommt. Die müsste eigentlich so langsam ankommen. Ach, die ist schon längst angekommen. Nehmen Sie uns die Zweifel. Ach ne, da ist was passiert. Der eiserne Drache. Von einem furchteinflößenden, pyrphorischen Schiff in die Enge getrieben. Ihre Expedition hat endlich Südamerika erreicht und alle freuen sich auf etwas wohlverdiente Ruhe. Die Nacht ist hereingebrochen und ihr Schiff hat bereits die friedliche Bucht erreicht, als der ausgerufen, hinter uns! Und da in der Dunkelheit leuchtet ein Drache aus Eisen, in dessen Nüstern Feuer lodert. Das gleiche Schiff wie das des Mörders von Mr. Good, aber mehr als doppelt so groß, wir sind ihm ausgeliefert. Die Bucht wird jedoch nicht vom strahlenden Mond beschienen und es ist möglich, dass sie der Drache noch nicht entdeckt hat. Wenn sie sich zeigen, können sie nicht erwarten, ihm gewachsen zu sein, sondern nur hoffen, ihn irgendwie so lange hinzuhalten, dass sie fliehen können. Also diese Drachenboote, das habe ich vorhin schon mal gehabt. Also vorhin in den letzten Folgen hatten wir ja so ein Schiff, gegen das wir gekämpft haben. Das war ein Dampfschiff. Das waren ganz einfach Dampfschiffe und ich war sehr überrascht, dass das Ding so schwach war. Weil ich gedacht habe, der schießt mich jetzt gleich eigentlich, ja, und des Meeres.
Ich kann mich herauskämpfen. Vorgeschossen plus 25. Ich habe kein Jagdglück, also kämpfe ich mich raus. Die Kanoniere zielen gut, aber der Drache sammelt seinen feurigen Atem. Sich mit dem ungeschlachten Gefährt anzulegen, ist eine demütigende Erfahrung. Seine Größe, seine Kraft, die fußdicke Panzerung der Außenhaut, von der ihre Kanonenkugeln einfach abprallen. Die Mannschaft scheint geschlagen, bis ihr aufgeht, dass ihr präziser Beschuss des Hecks zwar keine äußeren Schäden zu bewirken scheint, aber dafür ein Problem im Maschinenraum. Maschinenraum, ja. Auf dem Drachen reagiert man bereits und maskierte Gestalten schicken sich an, das Bässchenmaul scharf zu machen. Eine große Feuerkanone, sie müssen schnell handeln. Also ich kann jetzt abhauen oder den Antrieb zerschießen, aber vermutlich kriege ich dann auch Schaden, wenn ich auf den Antrieb schieße, oder? Hau ab. Ihr Navigator bekommt keinen Wind in die Segel. Ja, geil. Das Maul ist einer Drachenkraft über dem Blut. Erste Feuerlohe verbrennt die Männer an der Heckreling. Wir können entern. Oder weiter. Ja, versuchen wir die Feuerkanone auszuschalten. Der Schuss ist gut genug. Jawohl. Ein Kanister mit Gas für ihre Waffen löst sich, pfeift aus dem Gehäuse und bläst stoßweise Feuer über das Deck. Okay, ja. Wir sind abgehauen. Wir sind rausgekommen. Das hat sehr gut geklappt. Haben keine Moral verloren. Zumindest nicht durch den... Durch die Aktion da. Als mit meinem Escape waren, Escapes. Antwort auf alles. So. Wer braucht Waren hier? Die Art Waren. Gut. Das Schiff wäre auch auf dem Weg und wir sollen zwei Fregatten zerstören. Ach du Jesus, Maria und Josef. Kann ich denn das bauen? So ein Clipper. Ich will aber ein Linienschiff haben, da brauche ich mir Handwerker für. Kümmere ich mich mal sofort drum. Jetzt haben wir neue Gegenstände freigeschaltet. Deswegen ist es auch immer wichtig, die Bevölkerungszahl zu erhöhen und die Stadt zu erweitern, weil ich jetzt hier den Pelzmäntel bekommen habe. Den Zoo kann ich jetzt bauen. Ein Varieté, was auch reich ist. Ein Hospital, was ich jetzt direkt mal bauen werde. Ja, ich lasse natürlich keinen Platz in der Scheißstadt. Ich habe die Stadt so dumm gebaut. Was fällt einem immer erst auf, wenn man was Wichtiges bauen muss? Ich habe auch überhaupt nicht dran gedacht, dass es noch mehr Sachen geben kann. Jetzt kann ich hier ein Krankenhaus hinbauen. Wird garantiert noch wichtig. Bin mir ziemlich sicher, dass der Herr noch die eine oder andere Seuche über mich schicken wird. Also mein lieber, liebenswerter Herr Onkel. Ich glaube, der macht so Sachen. Okay, unsere Linienfregatte, ja. Genau. Fregatte müsste angekommen sein. Schiff erster Klasse. Können wir jetzt wieder zurückschicken? Hab ich nicht noch ein Schiff, was irgendwo... Die Beagle, wo ist denn die? Ach, die lag hier beim... Hey Clarence Hall vor Anker. Ja, dann brauche ich nämlich das Linienschiff eigentlich gar nicht. Jetzt können wir das hier bauen. Ich hoffe, die Arbeiter reichen. Tun sie auch. Jetzt gibt es Bier. Das Hauptproblem an der ganzen Geschichte ist, dass der Schoner nicht mehr genug Platz hat, das mitzunehmen. Das bedeutet, wir bauen danach nochmal einen Clipper. Clipper, du bist der nächste Super. Ja, hört sich an wie ein sehr, sehr bekannter Fernsehdelfin. Tipper. Und ich denke, wir haben die Folge sehr viel gelabert, vor allen Dingen. Ich habe in der letzten Folge ein bisschen was an Scheiße gebaut. Ich werde jetzt gleich noch die Handelsroute anpassen. Wir haben nämlich diese Route hier angelegt, um die Waren rüber zu transportieren. Das kann ich mal schnell zeigen. Hier, die hier.
Kann ich die bearbeiten? So. Irgendwie hatte ich hier noch scheinbar was eingerichtet, dass der noch Schnaps rüberbringen soll. Machen wir jetzt aber weg. Dafür kommt aber nicht Schnaps, sondern Bier mit dazu. Das kann das Schiff jetzt nicht, weil dieses Schiff zu klein ist. Ich kann aber ein weiteres Schiff dieser Route hinzufügen. Theoretisch gesehen die Seestern oder die Beagle. Aber ich möchte keine Fregatte auf diese Route setzen. Bis jetzt brauche ich das auch noch nicht. In der nächsten Folge zeige ich das dann. Und dann haben wir hier auch ein weiteres Event in der Expedition. Also ihr könnt gespannt sein, was in der nächsten Folge alles so passiert. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Ihr seid wieder mal herzlich dazu eingeladen, Feedback dazulassen. Bis zum nächsten Mal. Tschö.